Hallihallo, ich bin Sidi, der Knosti, und willkommen zu einem weiteren Abschlussbestätig-Match auf der Map Lockdown. Heute spielen wir mit der PP90M1, den erweiterten Magazin und den Perks. Fingerfertigkeit Pro, Hardliner Pro und ruhige Hand Pro. Ich bin hier etwas außer Atem, ich bin gerade hier dreimal in mein Haus rauf und runter gerannt. Also mal ausatmen. Ja, so. Also, heute ein kleines Abschlussbestätig-Match. Es ist schon etwas älter, boah. Ich habe das Kommentieren nicht mehr drauf. Das erste Gameplay-Commentary seit 2 Wochen. Denn ich war ja dazwischen in Schweden, in Stockholm. Es war auch richtig lustig eigentlich. Nur, dass es schon um 2:30 dunkel wird dort. Also da, um 3 ist hier stockfinster und um 8 geht überhaupt keiner mehr in den Straßen herum. Also da ist Sendepause. Wir waren um 9 noch in einem Restaurant und da war niemand mehr drinnen. In der ganzen Straße nichts mehr los. Naja, das schwedische Volk ist ein komisches Volk. Darum soll es aber auch gar nicht gehen, denn heute will ich ein bisschen darüber mit euch reden, was in Zukunft auf meinem Kanal sind. Also die zukünftigen Projekte werde ich noch, werde ich nicht erläutern. Die kommen dann einfach so im neuen Jahr, weil ich habe 2 neue Projekte, oder sind das 2? Ja, auf jeden Fall so ungefähr 2 neue Projekte geplant, die dann auch hier meinen Kanal bestimmen werden. Aber heute soll es darum gehen, wie er nachher ausschauen wird. Denn viele sagen ja, dass das neue YouTube-Kanal scheiße ist, es schaut schlecht aus, bla bla bla. CK hat ja auch gesagt, dass das Kanal sein so schlecht ist, dass es unübersichtlich ist und so weiter. Aber ich finde das eigentlich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich finde das neue Design, ja, wirft auch positive Punkte auf, die man noch gar nicht berücksichtigt hat. Ich kann euch, wenn ihr wollt, auch so einen kleinen Rundgang zeigen, was alles positiv neu ist. Das einzige Negative ist, das hat auch CK gesagt, dass man diese Playlist-Bilder nicht mehr sieht. Oh mein Gott. Nein, bitte nicht. Naja, und außerdem hätte er als Partner eh kein Problem, weil er könnte die Videos sowieso mit so einem Bild markieren hier, wie das ausschauen sollte. Also er braucht sich da nicht aufregen für andere, für kleinere Kommentatoren und auch für mich, wenn ich habe keine Playlist-Bilder. Ist es vielleicht ein kleiner Nachteil, aber sonst hat dieses neue schiere YouTube-Kanal sein eigentlich gar keine schlechten Nachteile. Ich finde es eigentlich, man hat verschiedene Einstellungen. CK hat eine Einstellung hergezeigt vielleicht. Ich finde, man hat Vorteile auch im Gegensatz zum anderen. Man kann sich auch ein bisschen herumschauen und wenn ihr wollt, kann ich euch wie gesagt auch ein Video zeigen, wie man sowas macht. Denn jetzt kommen wir zum Punkt. Ich werde höchstwahrscheinlich zu 90% dieses neue Kanaldesign hier auf meinem Kanal einführen. Ich weiß jetzt, dass viele Leute sagen werden, nein, was machst du? Das kannst du nicht machen. Aber ich werde es trotzdem machen. Denn ich finde, es gehören auch ein bisschen Veränderungen dazu. Es bricht jetzt ein neues Jahr an, also nach Silvester. Dass ich hier auch noch feiern werde, hier mit hier, wir trinken und so. Nein. Es bricht ein neues Jahr an, es brechen Veränderungen an und auch bei zum Beispiel Facebook, da ist jetzt gerade ein neues Design erschienen, Chronik oder irgend sowas. Das werden dann mit der Zeit auch alle haben. Jetzt sagen, es ist alles scheiße. Und ich wette mit euch, in einem Monat hat das fast jeder. Und es wird nachher sowieso automatisiert. Aber es ist so, man gewöhnt sich an jedes neue Design, man gewöhnt sich an jedes neues Intro. Wo ich mein Intro bekommen habe, haben viele gesagt, das ist scheiße. Obwohl ich finde, das ist einer der geilsten Intros, die ich überhaupt je gesehen habe, was jetzt so 2D-mäßig angeht. Und ich finde das einfach nur, ja, überstürzt, wenn man sagt, dieses Kanal ist scheiße und das wird sich nicht durchsetzen. Wenn man schaut, bei den großen YouTubern, die haben eigentlich alle das Kanal ist alles neu. Und nein, ich rede nicht von den von den deutschen Kommentatoren, sondern ich rede von den englischen, ich rede von den, sagen wir jetzt, Blog, also von den Real-Life-Video-Typen da, also zum Beispiel, wer fällt mir da kurz ein? Ja, Alberto kennt jeder, hat das auch zum Beispiel drinnen. Natürlich kann man sagen, bei ihm bietet sich das an, weil er hat ja so, weißt du, Real-Life und so Videos. Und was ist da der Unterschied zu unseren Videos hier? Ja, wir spielen COD. Na und? Er spielt auch CD, aber ich meine, wir machen halt Zocker-Videos und warum können sich solche Videos nicht genauso anbieten? Es gibt verschiedene Kanaldesign-Möglichkeiten bei dem neuen Design und da ist die Blogger-Möglichkeit, die Blogger-Eigenschaft, finde ich die beste, denn man sieht auch sofort die neuesten hochgeladenen Videos auf der Seite, die Playlist, die man im Vordergrund geben will. Und dann bei Feed und so weiter kann man auch alles nachschauen, die Kanalkommentare und so weiter. Also man muss jetzt nicht den Kanalkommentar schreiben, um das irgendwie zu sehen, um alle zu sehen. Nein, man kann das gleich machen, indem man auf Feed geht
und dann auf Anzeigen, Kanalkommentare anzeigen. So einfach geht das. Also es ist nicht so schwer, man muss sich nur ein bisschen dran gewöhnen. Und deswegen will ich euch fragen, denn ich kann natürlich an so eine Entscheidung, die eigentlich eine große Entscheidung ist. Denn viele sagen ja, Scheiße, jeder, der jetzt reingibt, den der abonniere ich gleich. Deswegen will ich mal euch fragen, was ihr davon halten würdet. Natürlich werde ich jetzt davon ausgehen, dass die meisten sagen, was machst du? Aber ganz ehrlich, wie oft seid ihr auf meinem Kanal? Ich finde es einfach, es gibt eine neue Möglichkeit, es gibt ein paar neue Möglichkeiten. Es gibt eigentlich eine Möglichkeit, auch die Videos irgendwie anders anzuordnen. Diese Möglichkeit will ich eigentlich ergreifen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber unten in die Kommentare, das ist eure. Ich bitte euch darum, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Auch wenn ihr die irgendwie schon seht, die. Wie heißt denn das hier? Die Meinung. Schreibt sie auch hin, weil ich lese wirklich jedes Kommentar und ich merke auch, wenn man mir zum Beispiel öfters Kommentar schreibt oder sowas. Aber das ist auch egal, denn es geht mir darum, dass ihr auch halbwegs damit einverstanden seid. Wenn ihr sagt, ja, ihr könnt euch daran gewöhnen, weil, ganz mal ganz ehrlich, haben das jetzt wie oft Zeit auf meinem Kanal oben. Na, wenn ihr sagt, ja, Veränderungen sind gut und ihr könnt euch vielleicht daran gewöhnen, dann liked das Kommentar auch von mir unten. Ich werde nämlich zwei Kommentare reinschreiben hier. Für das, oh, Entschuldigung, es hat gerappelt. Für das neue Kanaldesign und für das alte Kanaldesign. Wie gesagt, meine Entscheidung steht schon eigentlich fast ein bisschen fest, aber wenn jetzt wirklich alle sagen oder die meisten sagen, sie wollen wirklich das alte Kanaldesign, was ich ehrlich gesagt nicht verstehen kann, denn das neue, wie gesagt, hat auch seine positiven Seiten, nur das wissen viele nicht, dann werde ich das neue benutzen. Was? Nein, dann werde ich das alte benutzen, Entschuldigung. Ja, also wenn viele sagen, wenn die meisten sagen, sie wollen das alte weiterbehalten, dann werde ich natürlich das alte weiterbehalten und beim neuen werde ich natürlich das neue nehmen. Wie gesagt, das liegt in eurer Hand, also liked das Kommentar unten und ihr könnt auch eure Meinung dazu schreiben, was ihr von den jeweiligen Profilen positiv haltet und begründet vielleicht auch eure Meinung, wenn nicht einfach nur reinschreiben, nein, nimm das alte, das neue schaut scheiße aus, das bringt mir nichts. Das bringt mir überhaupt nichts. Schreibt einfach rein, was euch darin nicht gefällt, was der Unterschied zum alten ist. Denn ich habe nur vieles sagen gehört, boah, ich bin so aus der Übung mit dem Kommentieren. Viele habe ich sagen gehört, das ist einfach nur Scheiße, aber sie haben keine Begründung. Das ist das Problem. Viele sagen irgendwas, das ist Scheiße, dieses Auto ist Scheiße oder so. Keine Begründung. Naja, und diese Begründung will ich von euch unten hören, denn das Gameplay neigt sich auch schon langsam am Ende zu. Wie gesagt, ich werde zwei Kommentare unten hinschreiben. Ihr müsst es liken und eure Meinung begründen, was es in die Kommentare. Bla bla bla. Würde mich sehr, sehr darüber freuen, denn mir ist es auch, wie gesagt, wichtig, dass ihr damit involviert seid, nicht, dass ich hier die ganzen Entscheidungen alleine treffe. Natürlich ist es mein Kanal, aber ohne euch wird dieser Kanal überhaupt nichts sein. Und bevor ich jetzt noch von diesem Gammler hier gekillt werde, geht es noch auf zu dem letzten Kill. Den werde ich, glaube ich, sogar machen. Ja, hier. Nein, das ist der vorletzte Kill. Na egal. Und hier kommt der letzte. So, also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, warum nehme ich hier die Dogtag nicht auf? Egal. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sag, tschaußen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Knosti.